Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zum Seelenkalender Rudolf Steiners. Ich möchte heute ein bisschen ausholen. Dieser Seelenkalender wurde ja gegeben von Rudolf Steiner für jede Woche des Jahreskreislaufes, beginnend mit Ostern, das ja ein bewegliches Fest ist. Und wir haben dann, wo wir wieder zu festen Taten und Zeitpunkten kommen, wie Johanni oder Michaeli oder Weihnachten, dann eine ganz regelmäßige Wochenzählung, aber eben bis Ostern und von Ostern weg ist das beweglich, wie eben das Osterfest beweglich ist. Und wir sind mit der Menschenseele, mit unserer Seele, eingebunden in den Jahreskreislauf des unseres Planetensystems, der Erde, der Sonne mit im Tierkreis und erleben auch so eine Veränderung im Jahr, eine ständige Veränderung der Wirkungen des Himmels, der Geister, der Götter und der Sonne auf unsere Seele. Ich möchte mal zurückerinnern noch an die Zeit von Weihnachten. Das war die Kalenderwoche 39. Heute werden wir die Woche 42 sprechen. Und in der Woche 39 zu Weihnachten war die Zeit der Wintersonnenwende. Und ich möchte hier beginnen mit einem Wahrspruchwort Rudolf Steiners. Zur Weihnachtszeit vom 25. Dezember 1922. Sterne sprachen einst zu Menschen, ihr Verstummens Wahrnehmung kann Leid sein des Erdenmenschen. In der stummen Stille aber reift, was Menschen sprechen zu Sternen, ihres Sprechens Wahrnehmung kann Kraft werden des Geistes Menschen. Und wir haben ja im Jahreskreislauf mit Epiphania die Christgeburt, die Geburt des Geistes, und auch für jeden Menschen ist es im Jahreskreislauf die Zeit des geistigen Geborenwerdens, des geistigen Beginnens. Und was wir in den Wochen 42, 43 dann erleben, ist ja, dass wir in diesem Geburtsvorgang auch erleben die ganzen Auseinandersetzungen, Probleme und Schwierigkeiten, die auftauchen, die in dieser Welt uns entgegenkommen, die in dieser Welt sind. Und heute ist, hier möchte ich eben die Woche 42 nach Ostern, das ist die dritte Januarwoche, sprechen. Sie wurde 1913 von Rudolf Steiner gegeben und damals war die Woche genau vom 19. bis 25. Januar. Es ist in diesem Winterdunkel die Offenbarung eigener Kraft, der Seele starker Trieb, in finsterer Nisse sie zu lenken und ahnend vorzufühlen durch Herzenswärme, Sinnes Offenbarung. Vielen herzlichen Dank.